Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, cremig, freshen, geilen Tag. Hoffe, der war nice und heute gibt es mal ein neues Format für euch. Ich habe, glaube ich, schon ein Video mit einem sehr, sehr ähnlichen Titel. Ich glaube, das hieß, welchen Champion sollst du mainen? Und auch so soll dieses Format im Prinzip heißen dann. Die erste Folge ist eine kleine Ausnahmefolge. Das heißt, hier werden wir darüber reden, welche Rolle du mainen solltest. Und im Prinzip, wie soll das Format aussehen? Das Format soll so aussehen, dass ich euch zum Beispiel eine Kategorie vorgebe. Das heißt, welchen Assassinen sollst du mainen? Und dann werde ich euch verschiedene Assassinen mit deren Vorteile, mit deren Nachteile, mit deren verschiedenen Spielsituationen oder worin die sich generell unterscheiden, vorstellen. Damit versuche ich vor allem euch so ein bisschen eure Entscheidung abzunehmen, denn es wird ja super oft immer wieder gefragt, hey Tobi, was soll ich mainen? Soll ich lieber Zed spielen? Soll ich lieber Talon spielen? Soll ich lieber LeBlanc spielen? Und dadurch bringe ich euch so ein bisschen Licht hinter die ganze Sache. Ihr seht vielleicht selber, okay, ne, das ist cool, das ist nicht so cool. Und ich denke, das wäre vielleicht mal ganz was Interessantes, weil, wie gesagt, diese Frage, ne, Tobi, was soll ich mainen? Oder noch besser, was soll ich OTPen? Kommt der wirklich penetrant immer und immer wieder. Das heißt aber, wie gesagt, für den Einstieg gehen wir erstmal, welche Rolle sollst du mainen? Das ist wahrscheinlich eher was für vielleicht Anfänger. Ich denke mal, die meisten haben ihre Rolle schon so ein bisschen gefunden. Aber dennoch gibt es auch noch sehr, sehr viele Leute, die sich nicht so richtig einig sind und dann fragen, soll ich lieber Jungle spielen, soll ich lieber Midlane spielen? Wo habe ich den meisten Carry-Impact? Den werde ich zu jeder Lane subjektiv sagen, also meine Meinung. Können wir gerne darüber diskutieren. Wir fangen an und zwar mit der Top-Lane. Leute, wenn ihr Bock habt auf Schwert, auf Äxte, auf Streitkolben, auf Faustkampf, das ist genau die Top-Lane, da ist nämlich Blut und Schweiß mit ordentlich viel Wunden verbunden. Welche Champions werden hier gespielt? Hier werden Kämpfer gespielt, hier werden Tanks gespielt und ganz selten vereinzelt auch Magier, aber vor allem halt Nahkämpfer. Die Frage ist jetzt, warum solltet ihr Top-Lane spielen? Top-Lane ist die Lane für die Leute, die sich mit dem Gegner messen wollen. Das heißt, hier auf der Top-Lane ist das One-on-One sehr, sehr groß geschrieben. Dadurch, dass wir zwei Nahkämpfer haben, ist natürlich die Nähe zum Gegner sehr, sehr gering und dadurch auch sehr explosiv. Es wird sehr, sehr viel getradet, es geht schnell rund und es kann passieren, dass die Gegner bzw. einer von euch beiden schon mit Level 2, mit Level 3 oder 4 stirbt. Gerade auch ist es sehr, sehr wichtig, dass hier Fehler sofort bestraft werden können. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel besser oder eben halt auch schlechter als euer Gegner seid. Dennoch muss gesagt sein, es ist die absolute One-on-One-Lane. Also auf keiner Lane wird so viel hart getradet wie auf der Top-Lane. Allerdings muss man dazu sagen, ja, auch der Jungler schaut auf der Top-Lane immer mal wieder gerne vorbei. Das heißt, den muss man da doch irgendwie noch mit einbeziehen. Toplaner zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie sehr wenige Skillshots haben. Ja, das heißt, sie haben meist einen Skillshot maximal. Manche, sowas wie Jax zum Beispiel, haben gar keine Skillshots. Kommt auch immer auf den einen oder anderen Champion an, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Es ist nur die grobe Richtung. Hier geht es also nicht so richtig darum, Skillshots oder Mechanics zu landen, sondern eher die richtige Entscheidung zu treffen, wann werde ich traden, wann werde ich pushen, wann gehe ich in die Base, wann sollte ich lieber defensiv spielen und wann sollte ich lieber aggressiv spielen. Das ist auf der Top-Lane sehr, sehr wichtig und groß geschrieben. Das Carry-Potenzial auf der Top-Lane variiert sehr, sehr stark. Grundsätzlich hat man natürlich hart-scalende Champions wie Jax, aber die große breite Masse sind Champions, die gerade im Mid-Game ihren Höhepunkt finden. Wichtig ist ebenfalls zu erwähnen, dass man eine Lane hat, die wenig Impact auf den Rest des Spiels hat. Sehr oft wird die Top-Lane auch als Insel bezeichnet, denn es ist nicht selten so, dass dein Team von dir selbst abgeschnitten ist und du wenig Impact auf die anderen Lanes mitbringst. Das heißt, mit Teleport kann man hier und da noch was machen, aber auch der hat halt sehr, sehr viel Cooldown. Und deswegen ist das Carry-Potenzial gerade als Top-Laner meiner Meinung nach eher durchschnittlich, kommt immer so auf die Meta an. Ich würde hier 3 bis maximal 4 Sterne geben. Gehen wir weiter und zwar in den Jungle. Im Jungle gibt es eine sehr, sehr hohe Champion-Variation. Das heißt, hier kann man Kämpfer spielen, Tanks spielen, Assassinen und auch Magier oder auch eben Assassinen-Magier. Das heißt, man hat hier viel, viel Möglichkeiten, wenn man gerade so ein bisschen Abwechslung braucht. Ebenfalls muss man sagen, ist der Jungle grundsätzlich, wenn man es 2-3 Mal gemacht hat, sehr, sehr einfach zu spielen. Das heißt, hier wird man für Fehler nicht sofort bestraft. Wenn du auf der Top-Lane einen Fehler machst, bist du sofort tot. Im Jungle, ja, natürlich, man ist ein bisschen langsamer, vielleicht verpasst man ein bisschen XP und ist nicht ganz so nützlich im Spiel. Aber grundsätzlich ist der Jungle nicht extrem bestrafend, zumindest im tieferen Elo. Bei höherer Elo kann das definitiv anders aussehen. Der Jungle ist eine Rolle, bei dem ihr extrem viel Impact auf alle anderen Lanes mitbringt. Das heißt, ihr seid natürlich der Jungler und könnt die Top-Lane ganken, die Mid-Lane ganken oder auch die Bot-Lane. Ihr habt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel für euch zu entscheiden. Gleichzeitig muss man aber ebenfalls sagen, das ist natürlich auch der Counterpunkt, seid ihr jetzt mal nicht so richtig nützlich im Spiel, kann es natürlich auch daran liegen, dass ihr zu wenig Impact auf die anderen Lanes mitbringt und das vielleicht eben auch ein Nachteil für euch ist, weil der gegnerische Jungler vielleicht nützlicher ist als ihr.
Gerade dieser letzte Punkt ist sehr, sehr wichtig, denn Jungler werden sehr, sehr oft, ob jetzt zu Recht oder unzurecht, geflamed vom Team. Dass sie vielleicht zu wenig Impact haben oder dass sie nicht oft genug ganken. Das heißt, hier hingehend sollte man auf jeden Fall so ein bisschen sich ein Fell aneignen und nicht alles sich zu Herzen nehmen und das Ganze ignorieren. Beziehungsweise zu ignorieren lernen. Das Carry-Potenzial des Junglers ist grundsätzlich natürlich großen Schwankungen unterliegen, denn ja, ihr könnt einen Tank spielen, einen Assassinen, einen Magier, aber ihr könnt sehr, sehr schnell und viel snowballen, wenn ihr sehr viele erfolgreiche Ganks durchbringt und deswegen hier das Carry-Potenzial auf jeden Fall 4 bis 5 Sterne. Weiter geht es mit der Botlane und hier haben wir den Supporter. Der Supporter, die unterstützende Rolle für den AD-Carry, Champion-Pool hier, unterstützende Tanks und ebenfalls unterstützende Magier. Das heißt Champions, die jetzt nicht aufs komplette Tanken oder Damage Dealen ja fokussiert sind, aber dennoch genau dieses ausüben als Fern- und auch Nahkämpfer. Extrem Elo-abhängig muss man sagen und ob man jetzt Solo-Queue oder Duo-Queue spielt. Das heißt, Supporter, ja, können es gerade in tiefere Elo sehr, sehr, sehr schwer haben und es kann sehr frustrierend sein. Denn wenn man mit jemandem zusammenspielt, der jetzt random mit dir zusammenspielt, also kein Duo-Mate, und der wirklich, wirklich schlecht spielt, also diese AD-Carry, dann kannst du halt selbst als guter Supporter den nicht unbedingt carryen bzw. die Lane dadurch gewinnen. Man ist also immer an jemand anderen gebunden und das kann einen schon etwas runterziehen, vor allem wenn man mal eine richtige Krücke dabei hat. Genauso umgekehrt kann es aber auch natürlich sein, dass wenn diese Person extrem gut spielt, sie dich selbst ein bisschen mit nach oben zieht und deine Fehler kompensiert. Ja, das ist so ein bisschen das Ding der Botlane. Der Champ-Pool auf der Botlane erstreckt sich von extrem defensiven auf Teammate angewiesene Champions, wie zum Beispiel Soraka oder Sona, bis zu richtigen Playmaker-Champions, mit denen man selbst das komplette Game carryen kann, wie zum Beispiel Blitzcrank, Rakan. Spieler von euch, die sich über schlechte AD-Carry-Teammates beschweren und das Ganze nicht in deren Hände legen wollen, die sollten auf jeden Fall auf diese, in Anführungsstrichen, Playmaker-Champions zurückgreifen, damit sie halt selbst mehr zeigen können, was sie können und das Ding in ihre Ruder reißen. Ist das, kann man das so sagen? Keine Ahnung. In die Ruder reißen. GG. Carry-Potenzial ergibt sich aus allen genannten Punkten, das heißt, ob Solo-Queue, ob Duo-Queue, ob High-Elo, ob tiefer Elo, ob defensive Champions oder riskante Champions. Also ein Carry-Potenzial von 1 bis 5. Man kann also sagen, wenn man jetzt extrem hart carryen will, ist es nicht unbedingt die beste Rolle, vor allem wenn man alleine spielt. Damit kommen wir zu dem Counterpart auf der Botlane und zwar dem AD-Carry. Eine sehr, sehr wichtige Rolle. Was zeichnet den AD-Carry aus? Grundsätzlich haben wir einen sehr geringen Viable Champion Pool. Das bedeutet, es sind immer nur so 3, 4, maximal 5 AD-Carries extrem viable in der Meta. Man hat also nicht so wirklich die riesigste Variation, sondern muss immer auf sehr wenige Champions zurückgreifen. Wer also keinen Bock hat, immer denselben Champion zu spielen, sollte jetzt nicht unbedingt auf die Botlane gehen. Bei AD Carry muss man sagen, er hat sehr, sehr wenig Impact im Early Game und muss fast immer permanent auf seiner Lane bleiben, also gerade im Early Game eben. Als AD Carry werden Fehler sofort bestraft. Ihr seid nämlich eine Rolle, eine Glaskanone, die extrem viel Schaden macht, aber sehr, sehr wenig aushaltet. Das heißt, steht ihr einmal zur falschen Zeit am falschen Ort, seid ihr im schlimmsten Fall sofort tot und im allerschlimmsten Fall, ja, die Steigerung daraus ist, seid ihr sogar One-Shot tot. Daraus resultiert, dass es sehr, sehr wichtig ist mit dieser Rolle, dass ihr richtig gutes Positioning und Decision-Making habt. Das heißt, überlegt, wo ihr hingeht, wann ihr auf die Botlane geht, beziehungsweise wann ihr eine Wave reinpushen wollt und wann auch eben nicht und wie ihr euch in einem Teamfight positioniert. Das sind die allerwichtigsten Dinge als AD Carry. Das heißt, hier kommt es nicht so drauf an, dass ihr irgendwelche richtig krassen Kombos raushaut oder irgendwelche übelst heftigen Mechanics habt. Auch klar, gibt es hier Mechanics, die man beherrschen soll, aber das ist definitiv nicht der Fokus. Gerade das Positioning ist hier das Wichtigste. Meiner Meinung nach ist AD Carry die im Game schwerste Rolle zu spielen, auch durch die genannten Punkte von gerade. Dafür aber gerade auch im Late Game die allerstärkste Rolle. Das heißt, im tiefen Late Game könnt ihr, je nach Game, wie es gerade läuft, ein Spiel komplett alleine carryen oder auch eben entscheiden. Wenn ihr also gerne im Late Game im Rampenlicht steht, ja, all eyes on you, dann ist AD Carry vielleicht die richtige Rolle. Natürlich muss man aber auch hier berücksichtigen, alle Augen auf euch heißt auch, wenn ihr verkackt, dass es jeder sieht. Und euer Team dadurch gleichzeitig direkt verliert. Der allerwichtigste Punkt, um ein AD-Carry-Spieler zu sein, ist, dass ihr tiltresistent sein solltet. Es wird immer mal wieder vorkommen, selbst wenn ihr richtig gutes Positioning habt, dass ihr einfach instant gewone-shottet werdet, also wirklich innerhalb von 0,2 Sekunden stirbt oder irgendwie sogar die Lane extrem schlecht läuft, ihr mit einem Supporter zusammenspielt, der nicht so richtig geil ist. Es kann sehr, sehr viel passieren. Das heißt, wer nicht tiltresistent ist, sollte definitiv kein AD-Carry-Spieler von euch sein. Kommen wir zur zentralen Rolle in diesem Spiel, und zwar der Midlane. Die Midlane, was für Champions werden hier gespielt?
Grundsätzlich werden hier Magier gespielt, Assassinen, es gibt auch Magier-Assassinen und auch Tanks vereinzelt, sowas wie Galio und Swain zum Beispiel. Hier muss man definitiv dazu sagen, in der Mitte gibt es so viel Variation wie sonst nirgendwo. Also man hat einen riesig gewaltigen Champion-Pool, den man in der Mitte an Champions spielen kann. Um es nur mal zu vergleichen, ich glaube als AD-Carry hast du insgesamt 20 bis 30 AD-Carries, wovon wie gesagt immer nur 4 bis 5 viable sind, während in der Mitte du locker 20 bis 30 Champions permanent rotieren kannst. Magier scalen overall am besten, muss man definitiv sagen. Das heißt, ein AD-Carry ist im Late-Game sehr, sehr stark, ein Top-Lane-Bruiser ist im Mid-Game sehr, sehr stark. Magier, natürlich kommt es hier immer sehr, sehr drauf an, es gibt verschiedene, das zählt einfach zu allen Rollen, aber grob zusammengefasst, haben im Early-Game okayen Damage. Ab Level 6 haben sie sehr, sehr viel Kill-Pressure, sehr, sehr viel CC mit dabei. Auch im Mid-Game sind sie sehr, sehr stark und im Late-Game zwar nicht ganz so stark wie ein AD-Carry, haben aber immer noch extrem viel Impact im Spiel und sind dadurch eine Rolle, die immer viel an Wert hat. Die meisten Midlane-Champions zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr, sehr viel AOE-Schaden, also Flächenschaden, mit dabei haben. Das heißt, gerade in Teamfights gehen diese Champions vor allem auf, aber hier hat man natürlich auch die Variation, dass einige Assassins gespielt werden, die wiederum sehr, sehr viel Impact auf die Map bringen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auf die Toplane zu gehen, ihr habt die Möglichkeit, auf die Botlane zu gehen oder auch eben in den Jungle und dort euren Lane-Partnern auszuhelfen. Midlane-Champions sind meistens mechanisch anspruchsvoll. Das heißt, hier müsst ihr viele Kombos anwenden können und lernen, die ihr dann zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Reihenfolge an den Gegner bringt. Während es beim AD-Carry eher darum geht, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu stehen, geht es beim Midlaner eher darum, die richtigen Spells in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Da Midlane-Champions meistens durchs ganze Game hinweg sehr, sehr stark sind und auch auf allen Rollen Impact ausüben können, ist meiner Meinung nach Midlane die allerstärkste Carry-Rolle mit einem Carry-Potenzial von 5 Sternen. Wobei natürlich, und das gilt für alle Lanes, das absolut variiert. Das heißt, es gibt auch Champions, die haben weniger, es gibt Champions, ja, mehr geht nicht, aber die haben halt das Maximum. Ne, das gilt genauso für die Top-Lane, für den Support, für den AD-Carry auch. Das heißt, verkrampft euch da nicht drauf. Das ist nur eine grobe Orientierung. Ich würde mir wünschen, wenn ihr gerne euren Kommentar dazu hinterlasst. Ich wünsche euch gerne was. Ihr könnt mir auch gerne was zum allgemeinen Format sagen. Haut da rein, seht dazu, macht da weiter. Auf Wiedersehen und goodbye.